Du bist knapp bei Kasse, erhöhe jetzt als Soldat dein Einkommen. Als FEDL darfst du jede Art von Nebentätigkeiten ausüben, sofern dies außerhalb des Dienstes und außerhalb dienstlicher Anlagen erfolgt. Zudem darf es weder deine Dienstfähigkeit gefährden, noch dienstlichen Erfordernissen zuwiderlaufen. In diesen Fällen ist die Meldung der Nebentätigkeit sowie eine Genehmigung nicht erforderlich. Alle Zeit- und Berufssoldaten müssen sich die Ausübung einer Nebentätigkeit jedoch mindestens von einem Disziplinarvorgesetzten mit der Disziplinarbefugnis eines Bataillonskommandeurs genehmigen lassen. Bei einer Versetzung muss diese Genehmigung erneut geprüft werden. Darüber hinaus gilt die Genehmigung für maximal 5 Jahre. Natürlich sind alle Nebentätigkeiten grundsätzlich außerhalb der Arbeitszeit auszuüben und dürfen dienstliche Interessen nicht beeinträchtigen. Auch dürfen Art und Umfang die Erfüllung deiner dienstlichen Pflichten nicht behindern. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, wenn du durch deine Nebentätigkeit regelmäßig übermüdet zum Dienst erscheinst. Auch das Ansehen der Bundeswehr oder deine Unparteilichkeit als Soldat dürfen nicht negativ beeinflusst werden. Wichtig ist, dass die zeitliche Beanspruchung der Nebentätigkeit ein 1/5 der regelmäßig wöchentlichen Arbeitszeit, das heißt 8 Stunden die Woche, nicht überschreiten darf. Außerdem darf der jährliche Gesamtbeitrag der finanziellen Vergütung 40% deines jährlichen Endgrundgehaltes als Soldat nicht übersteigen. Ehrenämter gelten übrigens nicht als Nebentätigkeit, sind jedoch gegenüber dem Disziplinarvorgesetzten anzuzeigen. Du bist auf Jobsuche? Dann checke jetzt unsere Jobbörse für Soldaten auf dienstzeitende.de. Und natürlich folge mir für mehr Infos rund um deine Karriere nach der Bundeswehr.